Hallo liebe Natastisch-Fans, ich darf euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Hero Short News begrüßen. Heute geht es um die After-Credit-Scene zu X-Men Apocalypse. Normalerweise habe ich den Drang, neue Filme so schnell wie möglich zu schauen, doch dieses Mal konnte ich den neuen X-Men-Film erst relativ spät sehen. Warum das und weshalb auch länger keine Videos mehr kamen, das kommt zum Ende des Videos. Aber widmen wir uns nun der After-Credit-Scene. Achtung, Spoiler-Alarm! Nach dem Abspann sehen wir, wie die Anlage des Waffe-X-Programms von den Überresten, die Wolverine zurückgelassen hat, gesäubert wird und Männer in schwarzen Anzügen auftauchen, die aus einem Schrank ein Reagenzglas mit der Aufschrift Weapon X herausholen und es in einen Koffer, in dem sich noch weitere Reagenzgläser befinden, legen. Der Koffer trägt die Aufschrift Essex Corp. So, was hat das Ganze denn nun zu bedeuten? Fangen wir mit Essex Corp an. In der Marvel-Comic-Welt existiert ein von Mutanten besessener Wissenschaftler namens Nathaniel Essex, der durch verschiedene Experimente mit Genmanipulation selbst zu einem Mutanten wurde. Mr. Sinister. Ein Mutant mit enormer Stärke, Telekinese, Telepathie und Regenerationsfähigkeiten. Viele von euch sollten ihn aus dem 2013 erschienenen Deadpool-Game kennen, denn dort macht der Söldner mit der großen Klappe ihm das Leben zur Hölle. Mr. Sinister ist vor allem dafür bekannt, dass er Klone erschafft. So besteht die Chance, dass wir wahrscheinlich in den nächsten X-Men-Filmen auf verschiedene Klone treffen werden, wie beispielsweise X-23, den weiblichen Klon von Wolverine. Das würde auch erklären, warum in X-Men Apocalypse das Reagenzglas mitgenommen wurde, in dem sich wahrscheinlich Wolverines Blut befindet. Auch wäre es cool zu wissen, welche Proben der Koffer noch enthält. Doch das bleibt vorerst ein Geheimnis. Hero Time. So, das war's mit der heutigen Folge Hero Short News. Was haltet ihr von Mr. Sinister? Und würdet ihr euch über einen Klonfilm freuen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wie schon in meinem letzten Infovideo erwähnt, konnte ich durch die Schule, weil ich ja dieses Video geschnitten hatte und dadurch, dass ich im Urlaub war, keinen Marvel-Content bringen. Deswegen bedanke ich mich jetzt bei allen, die hier sind und meine Marvel in Anführungszeichen News verfolgen, auch wenn X-Men Apocalypse schon längst nicht mehr im Kino läuft und der Film auch schon länger her ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern kann. Bleibt auf jeden Fall hier auf meiner Instagram- und Twitter-Seite aktiv, vor allen Dingen auf meiner Instagram-Seite, da sind tolle Urlaubsbilder, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde mich freuen, euch bald wieder begrüßen zu dürfen, hier bei Hero Time. Mr. Sinister. Das ist so cool.